Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unseren Spielraum Top 5. Mein Name ist Christoph Postel, bei mir sitzen die Herren Patrick Portelo und Matthias Hauser. Servus. Und aufgrund der neuen Märchenedition Throne of Eldraine, dass ich den Namen nicht vergesse, gibt es heute unsere Top 5 Karten. Wer unsere Top 5 Videos noch nicht kennt, jeder von uns präsentiert eine eigene Top 5 Liste. Meistens gibt es dann noch ausfallende Dishonorable Mentions und Honorable Mentions zu den Karten. Ja, die Honorable Mentions haben wir immer, ja. Genau, die sind geregelt. 300 Mentions dürfen wir haben. Alles weitere ist ein bisschen frech. Und dann lassen sich die Herren immer was Neues einfallen. ich würde sagen, steigen wir direkt mit unserer Nummer 5 ein. Meine Nummer 5 ist der Mystische Disput. Mystical Dispute. Mhm. Genau. Ist eigentlich eine Sideboard-Karte. Ist eine Legacy-Sideboard-Karte. Ist aber eine Sideboard-Karte, die es auch ins Legacy geschafft hat. Und ist eine schaut unscheinbar aus, macht aber relativ viel, weil einfach ein Ein-Mana-Counter, also ein Ein-Mana-Mana-Leak oder ja, Anführungszeichen, ist wesentlich besser als ein Zwei-Mana-Mana-Leak. Und ein Force-Back, das doppelt so viel kostet, ist auch viel besser als ein Force-Back, das eins so viel kostet für den Gegner. Insofern hat sich das Dispute, finde ich, gut durchgesetzt. Und ja, eine Karte, die ist halt, also meine Liste, man wird es generell sehen, hat ein paar Anmerkungen, die vor allem ältere Formate betreffen und das finde ich auch relativ relevant, wenn eine Edition nicht nur standardrelevant ist. Ja. Finde ich sehr hübsch. Erstens, weil du erwähnt hast, ältere Formate und zweitens, seit Wheel of Summer bei mir Platz 1 M20 war, gehen wir jetzt immer Sideboard-Karten auch auf. Gefällt mir. Mein Platz 5 ist Mystic Sanctuary. Das ist das blaue Kammernland. Dass deine checkt, ob du drei Inseln hast, dann kommt es umgetappt. Und wenn das so ist, kannst du ein Instant oder Sorcery aus deinem Friedhof oben auf deine Library legen. Mhm. Das ist auch in älteren Formaten sehr gut, zum Beispiel in Legacy, wenn du, ich will immer Countertop sagen, aber das heißt nicht Countertop, es ist Counterbalance hast, kannst du zum Beispiel in Response auf den gegnerischen Spell eine Karte aus deinem Friedhof drauflegen, wenn du drauf fetcht. Weil das funktioniert natürlich großartig, ist eine Insel. oder wie der Party gesagt hat, du kannst ein Miracle Spell drauflegen. Terminus zum Beispiel. Oder was ich plane damit zu machen, ist Exoturns drauflegen und dann mit Karten wie Miloko oder Trade Routes das Land auf die Hand zurückzunehmen. Ein bisschen lästiger Geselle. Das ist ein lästiger Geselle. Was ist das für ein Zustand? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Karte. Ich bin unspannend auf Platz 5. Aber ich habe mir die bei Boxbomber genommen. Kenrith the Returned King. Ich glaube, dass der jetzt noch stärker wird. Ganz ehrlich, also er war schon super stark in den Golos-Decks. Er hat es teilweise in die Jeskai-Fires-Decks geschafft. Ich glaube, der kommt noch mehr. Einfach Sieg. 5x5x5 sind einfach schon. Ja, und es ist gut. Und hat 5 Abilities. Es ist komplett egal, in welcher Farbkombination mit Weiß du ihn spielst. Das ist alles, was er kann, hat. Ist relevant. Ja. Ja, das stimmt. Vor allem also gerade im Fire-Stack, wenn du den dann so castest und dann ist dann so ziehst du einfach nur Karten. Ja, Karten. Das ziehst oder Karten. Machst halt so, passt, mach ich 10 Leben. Danke. Out of reach von jedem Mono-Rot-Deck. Ja. Ist halt Banane. Finde ich eine sehr coole Karte. Das ist potenziell, wenn wir über andere Formate reden, da kommt eventuell ins Highlander-Deck, weil der einfach vom Power-Level ganz hoch ist und Christoph Bossel mag gerne 3 bis 4 färbige Decks in Highland. Verstehe. Okay, mein Platz 4, ist der Wirt von Wallstedt. Das ist cool. Der Blade, oder? Sehr cool. Er ist der Ein-Mana-1-1er, der für jede Adventure-Spell, den du spielst, eine Karte zieht. Der immer sagt, komm her, erzähl mal, was du am Abend her, wie war's. Genau. Ist der Geschichtel? Gib dir Bier aus. Das ist mal Geschichtel. Genau. Und ich finde den echt cool. Einerseits, der ist halt eine reine Standardkarte natürlich. Der ist wahrscheinlich ist eine reine Throne of Eldraine-Karte, weil ich glaube nicht, dass Adventure nochmal in der nächsten Edition geprintet werden wird. Aber es war mein erstes Standard-Deck, was ich probiert habe, war eben ein Deck mit 4 Wirten. Und das war richtig cool. Das sieht man, wer da dran gleich in dieser Runde ist. Ja, ist hallo, der Wirte, komm her, bist du aber da. Cool wäre es ja, wenn so die Adventures in dieser, also nicht im nächsten Sektor, Theros, sondern im übernächsten, diesem Bestien-Beast-Format. Nochmal dabei. Ja, da könnte man Adventures machen. Das wird nicht passieren. Aber cool, ja, wäre es cool. Und das Coole ist, ich habe das Deck halt zusammengeschustert, einfach weil ich mir gedacht habe, der Wirt ist cool und extra Karten ziehen für Free ist auch nice. Und dazwischen gibt es das richtige Deck. Ja, schwarz-grün. Ja, es hat sogar den Split gewonnen, ne? Genau, ja. Schwarz-grün, Adventure-Deck. Und ich finde das
freut mich richtig, weil ich das Deck halt, es ist jetzt nicht mega broken, aber einfach... Aber es ist sau, es ist schon sehr stark. Ja, also man muss schon ehrlich sein, gratis, es ist nicht broken, aber es ist... Dieses Gratis-Karten-Ziehen ist halt echt Banane, ja, weil du Turn 1 Wirt hast und dann was anderes oder schon Turn 2... zweimal zwei Wirten gehabt und dann Sachen gespielt. Ja, habe ich schon. Geil. Ich habe deine... Doppelwirt Murderous Rider. Mhm. Ja, Doppelwirt, irgendeine Karte, zwei Karten ziehen, eine Nachspielen, wieder zwei Karten ziehen und dann so, okay, jetzt muss ich schon in mein Discard-Set gehen und die Hälfte meiner Hand wieder abwerfen, weil ich so viele Karten gezogen habe. Was das Gute am Wirt ist, dass er ein 1-1 ist, was für Lovestruck Beast halt auch super fein ist. Das ist fein, aber was ist auch natürlich auch so ein Nachteil ist, weil oft willst du den Turn 1 nicht legen, sondern erst Turn 2 legen, damit du halt Wirt und gleich eine zweite Kreatur spielen kannst, damit das Fenster, wo man abschießen kann, geringer ist. Mhm. Das ist halt auch so ein Thema. Aber ich finde ihn halt sehr cool, ja. Mein Platz 4 ist eine 4-Mana 4-4. Entschuldige, ich möchte mich einhaken. Ich meine auch. Questing Beast, das Questentier. Ist so eine. Ist eine richtig verrückte richtig Karte. Verrückte Karte. Das ist echt, jedes Mal, wenn ich damit oder dagegen spiele, dann ist so, da steht ja noch was oben. Also man findet immer wieder neue Zeilen von Text und Abilities da oben, weil einfach so viel draufsteht. Also Vigilance, Haze, Death. Das Vigilance habe ich zwei, dreimal übersehen, wo der Gegner mich angreift, den Planeswalker, und ich denke mal, haha, im Return bist du da. Ich meine, tapp doch das Scheiß-Ding. Aber es hat Vigilance. Nein, leider Vigilance. Ja. Ist richtig cool. Letzte nämlich gegen eingespielt, der hat offensichtlich die Zeile überlesen, dass man den Damage auf die Planeswalker Weichstar schießen kann. Der hat den Planeswalker dann direkt angegriffen. Ja, 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 das ist mir auch schon passiert. Das war sehr angenehm, aber es hat trotzdem Vigilance. Ich glaube auch, glaub auch, dass das Questing Beast, dass das auch Umleiten habe ich auch komplett vergessen bis dahin. Ja, das ist schon ziemlich geil. Also auch. Questing Beast macht sicher viel Impact im neuen Pionierformat. Und ich glaube auch, dass es im Modern spielbar ist, weil ein 4-4er, weil das Haste das ist Haste einfach ist super relevant. Ja, ich spiele es in Highlander auch schon. Ja. Dort ist eine Spur schlechter, weil ja, Caracas im Format. Wobei andererseits spielt man selber auch wieder Caracas, kann man es beschützen. Haha. Ja, ja. Ganz tolle Interaktionen. Das ist fürchterlich, wenn du greifst das Vieh, also greifst den Gegner, schießt den Planeswalker ab. Der Gegner hat das dann das Removal. Mhm. Am schlimmsten ist noch, wenn er Sorcery Removal hat, spielt es drauf und Caracas. Aber kein Nachteil, weil nächste Woche komme ich wieder. Kommt einfach wieder, ja, er kostet einfach 4 Mana. Letztens gegen den Moritz eine Partie gespielt, der hat so 2 Planeswalker draußen gehabt, 17 Kreaturen. Ich wäre nächste Runde tot, er ist so 4 Leben, ich so empty-handed. Greens on Senate, oh. Questing Beast, boom, tot, danke. Mhm. Waren die alle zu klein? Alle zu klein. Pyromancer, jede Menge Token, Robber of the Reaches und so. Alles nichts gemacht, leider. Alle nur 2 Power Guns, Questing Beast. Das ist nämlich noch fürchterlich. Das ist halt irgendwas. Ja. Ja, das ist, also ich sag's jetzt, weil das Questing Tier ist bei mir nicht auf den Top 5. Das Questing Tier ist bei mir nicht auf den Top 5, weil es ist zwar urgut, aber es wird leider von 3-3 angeblockt. Und es gibt viele 3-3 im Format. Ja, aber die killst dann alle. Das sind alles Food Tokens. Genau, das sind alles Food Tokens gewesen, richtig. Das waren alles ähnliche. Also ich bin bei Platz 3 dann schon, weil ich habe das gekombot. Sehr gut. Mein Platz 3 ist Emry, Wächterin des Sees. Ist auch ein ganz gutes Design für ältere Formate, oder? Genau. Finde ich gut überdacht, dass man so eine Karte macht und dann gibt es, Entschuldige, dann gibt es Jeskai Ascendancy dazu. Genau. Es gibt Jeskai Ascendancy in Modern und in Pioneer damit. Es gibt Decks in Legacy, die damit spielen. Es ist eine Karte, die finde ich nur für ältere Formate ist, weil ein Standard macht das irgendwie gar nichts, oder? Ja, ja gut, das hast halt keine Artefakte. Genau, hast keine relevanten Artefakte. Insofern war sie offensichtlich gedacht für ältere Formate. Aber dann gab es noch Urza. Und dafür ist sie vielleicht eine Spur zu gut sogar, aber finde ich, ja. Einmal 1-2. Ist okay, ja. Kam es in der Play-Effekt unreactivated Ability. Da war noch Platztext, die hat. Stimmt. Die, hat einen, die haben das Questen dir gesehen, aber da packt man auch noch was drauf. Genau. Da kann geht noch. Die hat einen Reminder-Text ja auch, oder? Da ist schon ein Reminder-Text, der sich was anderes ausgegangen. Also nicht Reminder-Text, also so Lore-Text hat die, oder? Lore-Text. Fuck you! Voll. Ja, also der wär noch 2 Zeilen Platz gewesen. Ja, ja. Fix. Also ich hätte man noch Haste auch geben können. Ja, das ist zu wenig. Na, alles, was braucht. Hexproof. Also, coole Karte, auch vielleicht ein bisschen zu gut, aber. Ja, die Decks, die sie jetzt momentan spielen, also es war noch, ich habe noch kein Deck gesehen, wo ich gesagt habe, okay, deswegen ist es jetzt broken. Ich meine, Ascendancy in Modern ist knapp dran, aber hat sich bis jetzt auch nicht durchgesetzt, obwohl es die Karte schon lang genug gibt. Ja, ja, darum ist, also es ist bei mir auch nicht direkt auf der Liste, weil es eben noch kein klares Deck gibt, wo sie sich wirklich durchgesetzt hat. Genau, ja. Aber ich persönlich finde sie auch. Sie noch super nie gegen Urza gespielt? Also ich habe schon gegen Urza Ascendancy 3-4 Mal gespielt, das ist fürchterlich. Du schaust einfach zu und machst halt nichts. Ja. Du machst halt nichts. Genau, das Magic, was ich gerne spiele. Ne? Ja, super. Genau. Also ich spiele immer gern gegen den anderen, aber weil ich will, dass der mir zuschaut, wie ich spiele. Ne? Ja. Wow, super, Matthias. Ja, es ist interaktiv, der kann dann plaudern, hat eh nichts zu tun. Ne? Brauch nicht zu überleben, bin ich nur mich dran.
Großartig, so muss ja. Magic funktionieren. Wundervoll. Du bist genauso grätzen wie ich, ist geil eigentlich. Ja, aber bei dir kommt der Gegner auch noch dran. Ne? Bei dir hat er zumindest den, bei dir hat er den Eindruck, dass er das machen kann. Richtig. Ist dann aber frustriert, weil es gar nicht funktioniert. Richtig, also ich bin wenigstens fair und sage ihm gleich, dass er nicht mehr dran ist. Seht ihr, ich lasse den Gegner spielen, ich counter einfach nur seine Sache. Ja, aber schau. Du wirst ja wirklich auch nicht, dass was passiert. Also schau, also wir sind die Levels. Ich mag so, dass der Gegner tatsächlich gar nicht spielt. Du bist der Schlimmste. Der Patrick mag, dass der Gegner dran ist, aber nicht spielt. Und genau. Der Christopher mag, dass der Gegner spielt, aber es gar nichts macht. Das sind so die unterschiedlichen Levels. Sehr hübsch. Unangenehm. Kommen Sie in den Spielraum, Wien. Magic is a game of Legen Sie Ihre Magic-Karten hin. Warum spielen wir eigentlich kein Team Grand Prix zusammen? Ich glaube, das wäre ziemlich klar. Das macht der Gegner nix. Deiner auch nix. Doch, meiner spielt ein Spell, warte. Warte, ich counter wieder mal. Gut. Okay. So, gehen wir weiter. Diesen kurzen Einschub. Mein Platz 3 ist Gilded Goose. Wir haben gestern im Deckcheck, finde ich, das sehr schön besprochen. Und verglichen mit Deathrite Shaman. Ja, ja, bevor alle aus der Haut fahren, es ist ein wesentlich schlechterer Deathrite Shaman, but hear me out. Er hat eine Mana-Ability, die situativ ist, die er nicht immer benutzen kann. Die Requirements sind wesentlich härter als bei Deathrite Shaman. Also bei Deathrite Shaman brauchst du leider einen Friedhof. Aber du kriegst es zumindest einmal gratis. Genau, du kriegst es einmal gratis, was schon sehr gut ist. Und du hast auch diese Life-Gain-Ability, die der Deathrite Shaman hat. Ja. Nur ist teuer. Die einfach an mehr Mana gebunden und nicht an irgendwelche Karten im Friedhof. Ja. Dafür kann die Life-Gain-Ability, wenn du sie nicht zum Leben machen benutzt, gleichzeitig auf die Mana-Ability fuelen. Mhm. Also ich finde das vom Design die Karte richtig cool, auch richtig stark. 0-2 ist halt schon wieder, 0-2 ist einfach so infinite größer als 0-1. Ist halt einfach, das ist nicht doppelt so groß, das ist einfach infinite größer. 0-2 kann halt blocken. Ja, aber es muss, ist halt auch blader, weil es ist halt auch zu Gold. Jetzt muss ja. Er ein bisschen schwerer sein. Das stimmt. Fliegt halt auch. Also das ist, wie, aber das nicht, macht du, aber macht nicht eh gut. Sinn. Da müsste Flying und im Reminder-Text, aber ja, not so gut. Ja. Macht eh irgendwie Sinn, hat Flügel, aber sind golden, vielleicht soll es gar nicht fliegen. Ja. Also das finde ich schon eine sehr coole Karte. Und ja, sieht man auch im aktuellen Standard-Format, wird es rauf und runter gespielt. Im Pioneer-Format wird es sicher auch viel gespielt werden, weil da gibt es keinen Platz für Paradise. Ja, finde ich einfach sehr gut. Mein Platz 3, und wahrscheinlich müsste er weiter oben sein, aber es gibt einfach Karten, die mir besser gefallen, ist Otto. 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 Also Oko, Thief of Crowns. Die Karte ist blöd, sind wir uns ehrlich. Die Karte ist super gut, nimmt Monorot alleine auseinander. Also kann Monorot alleine auseinandernehmen, sagen wir so. Beschützt sich natürlich selber, beschützt andere Planeswalker, macht das Long Game angenehm. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das Ultimate gecastet hat, was irrelevant ist. Ich habe bei Mythic Championships jetzt ist es passiert. Richtig sweet Display. Schaut sich das an, bitte. Aber okay, ansonsten gegen Joy Manuel de Bra geben. Nice. Ich glaube, ansonsten braucht man nicht viel dazu sagen. Die Karte ist einfach, jeder spielt dagegen. Entweder man spielt sie selber oder du solltest sie selber spielen, weil sie einfach so gut ist. Ich spiele sie in Highland jetzt mittlerweile auch schon. Ja. Absoluter Highlander-Staple. Aber wir sagen ja auch noch was dazu, überraschenderweise. Ja, dann sage ich nichts mehr. Gut, dann Platz 2. Platz 2 ist die mörderische Reiterin. Ist das eine Frau? Das ist offensichtlich eine Frau, weil es eine Reiterin. Im Deutschen. Okay. Ja, das hat man noch nicht so genau angeschaut. Jetzt lernst du was, ne? Weil es schaut ein bisschen tot aus, dann merkst du den Unterschied nicht, gell? Naja. Nein, ich weiß nicht. Okay. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Reiterin, am Anfang habe ich, also beim Spoiler habe ich gesagt, ja, ist eh gut, ist halt ein schlechteres Heroes Downfall, was noch immer stimmt, weil es halt dich 2 Leben kostet, aber auf der anderen Seite kostet sich 2 Leben und nachher hast du 2-3 mit Lifelink, was halt schon wesentlich viel besser ist. Dass du wieder ins Deck mischt, nämlich vor allem. Ja, was das ist eine Downside. Das ist eine Downside. Das ist eine klare Downside. Ja, das hab ich beim Deckbauen echt öfter, gerade wenn du dieses Adventure-Deck selber spielst und du hast diesen Vogel, der deine Karte zum Friedhof zurückholen kannst, würdest du es lieben, dass die Reiterin ins Spiel. Aber das war halt ein gutes Design, dass du dir mit dem Vogel nicht das wieder überlegt. Ja, das haben sie mal, da haben sie mal das überlegt, sich zu abwechseln. Ich spiele ihn halt in Highlander und mit Genesis wäre es auch geil. Ja. Hol ich wieder, bumm, kaputt, lege ich wieder. Aha, block ich. Hol ich wieder, bumm, kaputt. Leg ich wieder, das wäre auch geil. Also das ist schon eine Downside, aber ansonsten ist die Karte richtig solide. Das ist eine richtig gute Standardkarte, finde ich. Ja. Sie ist halt eine 3-Mana-Antwort auf Kreaturen und Planeswalker. Sie hat ein bisschen Downside, wenn du sie nur als Antwort spielst, weil du halt Leben verlierst. Aber nachher hast du noch einen Buddy, der blockt, der jetzt nicht wirklich mega ist. Und, also 2-3 ist okay, aber jetzt nicht
er hat kein Death-Touch oder sowas, weil das war dann wieder eine Frechheit. Und dann, dass er sich halt wegschafft, in Anführungszeichen, oder halt unter die Bibliothek legt, ist natürlich eine Downside, aber macht, finde ich, macht es auch ein bisschen balanceder, weil sonst wäre es halt ja, natürlich zu verrückt wieder. Mein Platz 2 ist Fable Passage. Habe ich auch schon im Deckcheck gesagt. Ich finde, das ist vom Power Level her so, wie ich mir Fetch Lander gewünscht hätte, wie stark sie wären. Du hast in den Early Turns quasi die Downside, dass es nur eine Evolving Wilds ist. Du kannst nur Basic Lander holen, dafür ist ab Turn 4 ja, kommt es ungetappt und fixt dein Mana. Und man sieht es, wird quasi in jedem Standard Deck rauf und runter gespielt, die Karte. Und ja, ich spiele es auch in Highlander, weil es dort auch gut genug ist als zusätzliche Karte, weil es eben all die anderen Applikationen, die die unter Anführungszeichen richtigen Fetchländer und auch Prismatic Vista auch haben, nämlich dass du Brainstorm-Interaktionen hast, es füllt deine Graveyard etc. etc. Bei Fetchländer haben wir schon genug gesprochen. Und ich finde, Fable Passage ist eben dieses für Standard auch fair genug und nicht brokene Fetchland. Mhm. Abgesehen davon, dass das Artwork obergeil ist. Ich muss mal ins Extended Art einen Fall holen. Mein Platz 2, und die habt ihr sicher nicht erwähnt, weil ihr die nicht so rauf und runter gespielt habt wie ich, The Royal Science. Mhm. Ich habe das beim Spoiler-Alarm gesagt und immer wieder, wenn jemand mal mit den Royal Science spielt und das richtige Deck für die Karte findet, ist die Karte verrückt. Ja. Ich spiele die Karte in Modern, in ein überraschenderweise Jeskai Geist-Deck und diese Karte gibt, es ist so dumm, wenn du Geist mit First Strike. Wenn du ja. Geist into Royal Science spielst. Mhm. Ja. Die Loot-Ability ist genauso stark. Mhm. Du füllst dein Graveyard mit Cryptics für einen Snapcaster in weiterer Folge oder mit Removal oder sonstigen Stuff. In Standard glaube ich, dass das kommt. Also die Karte kommt auf jeden Fall. Das Ultimate ist, das ist Banane. So, das ist komm mal zum Ultimate. Also für mich ist das, für mich ist es eine Karte, die jetzt am Anfang halt, dadurch, dass das Standard neu ist und wir haben dieses die Golan-Decks und sowas und Hördl-Dördl, fette Viecher, die Karte kommt. Ich bin mir ganz sicher, die Karte kommt. Und wie die teilweise wird sie schon gespielt in so Phoenix-Decks. Ja, 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 genau. Und nämlich auch in älteren Formaten noch. Richtig gut. Hat halt auch drei Mana schon wieder unendlich Loyalty. Ja. Und halt auch wieder mal zwei Plus-Abilities, Safety First, gell? Ja, ja. Und das ist eine Draw-Ability, einfach. Ja. Ja. Gut, wir sind bei den Honorable Mentions. Jetzt muss ich kurz was einwerfen, was ich eigentlich ganz am Anfang sagen hätte sollen. Ich habe diese Liste irrsinnig schwer gefunden, weil ich die Edition richtig gut finde eigentlich. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, coole Flavor, coole Sachen, aber spicy, aber nicht so tolle. Aber inzwischen finde ich echt, ich habe mir die Liste angeschaut, ich habe aus jeder Farbe eigentlich zwei bis drei Karten gehabt, die ich richtig gut finde und ich gerne erwähnt hätte. Und man hätte bei den Ländern mehr erwähnen können. Genau, man kann einige Castles erwähnen, man kann eben das erwähnen. Du hast Sachen Gott sei Dank erwähnt, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil ich einfach den Platz nicht hatte. Was ich trotzdem auf den Honorable Mentions habe, ist die Fabled Passage. Aus mehr oder weniger denselben Gründen, wie der Matthias gesagt hat. Was ich noch ergänzen möchte, ich fände jetzt ein echtes Fetchland, also ein Fetchland, was jetzt auch auf Duals oder eben als Kartentyp Insel fetcht sozusagen, mit diesen Requirements auch okay. Ja. Weil das langsam genug ist. Das ist nämlich, das heißt, entweder ist es ein, es kommt doppelt tapped, das ist zwar ein Mana-Fixing, aber jetzt keins, was super schnell ist, oder es ist erst ab Turn 4 und wenn das ab Turn 4 ungetappt kommt, das ist jetzt nicht so früh, dass es echt problematisch ist. Ja, also wenn es Turn 4 das Duel anfetchen kannst, jo. Dann fetchst du halt Turn 4. Gratuliere. Genau. Kann ich mein Verdict spielen, Gott sei Dank. Ja, dann kannst du ein Verdict spielen, also, aber es ist okay. Turn 4 Interactions, ich meine, die Bar war oft für Modern, es soll halt nicht schneller als Turn 4 sein und ich finde, wenn es nicht schneller als Turn 4 ist, also das Maximum Turn 4 ist und die meisten Decks dann ja eher ein bisschen langsamer werden oder hoffentlich aber auch langsamer sind, dann finde ich das okay für Magic. Ja. Ich verstehe, warum sie es nicht mit dem Landtypen gemacht haben, weil Schockländer immer noch im Format sind. Genau, ja. Was ich auch in die Honorable Mentions gegeben habe, ist eine Karte, die ich beim Spoiler-Alarm relativ schlecht behandelt habe, war vielleicht ein bisschen unfair, ist die vorhergesagte Verdammnis. Das habe ich bei der sagenumwobenen Durchgang gar nicht den deutschen Namen gesagt. Bitte, was ist das? Die vorher foretold. Genau. Ah, okay. Das weiß-schwarze Enchantment. Am Anfang habe ich gesagt, ja, steht irgendwo Ritter im Text, Christopher. Ich weiß. Dass du das nicht weißt. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, ja, es macht zwar
es steht so, also im Vorname steht so viel drauf, aber die Requirements sind ein bisschen zu mühsam. Es hat dann eigentlich relativ bald ein Deck mit der Karte gegeben, das ist jetzt wieder out of favor gefallen, wahrscheinlich auch wegen Golos und halt eben viel of the Death, was jetzt kein Problem mehr ist, insofern kommt es vielleicht jetzt wieder. Ich find, also ich habe gegen dieses Doom Foretold Deck schon gespielt und es ist natürlich auch für sich selber, also das Deck zu bauen ist nicht so einfach, weil es natürlich dich selber auch betrifft, aber dann ist es schon recht cool. Ich finde, es macht vor allem spannende Game-Interaktionen. Mhm. Was macht mein Gegner, wie reagiere ich drauf, was kann ich abschießen, was kann ich selber spielen? Also das finde ich eine ziemlich coole Karte, die einfach viele Möglichkeiten bietet und viel besser, als ich es ursprünglich gedacht habe. Und mein letzter Honorable Mention ist die Feuer der Innovation. Einfach weil es eine sicke Karte ist, die ein eigenes Deck gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das, also meine Predictions ist, dass es über die Zeit dieses Feuer auf Invention Deck zwar schlechter werden wird, immer mehr, weil in dem Moment, wo die Leute halt mehr mit dem rechnen, jetzt ist es, weiß halt jeder, dass es das gibt, wird einfach mehr Enchantment Removal im Endeffekt gespielt. Und wenn du halt Feuer spielst und einen Spell machst, ist noch immer okay, aber in Wirklichkeit hättest du auch den einen Spell nur machen können und dann hast du das Feuer wieder verloren. Und wenn ein Gameplan darauf aufgelegt ist, ist es halt wahrscheinlich nicht so ausreichend. Darf ich da was einwerfen? Ja. Das ist vielleicht interessant. Es ist ein Free Spells Fires of Invention Deck in Modern in Magic Online 5-0 gegangen. Wirklich? Mit den gratis Spells. Mit den gratis Spells, mit Ancestral Vision, mit Greater Gargadon, mit diesen komischen Reno-Sachen da. Mhm. Okay. Das Deck schaut verrückt aus. Da spielt halt das Ace Foretold auch noch dazu. Ja. Das heißt, du hast jetzt 8 Möglichkeiten, Stuff ins Spiel zu bringen. Okay. Wenn der Gegner Explosive aufs Null legt, hast du ein Problem. Aber das Deck hat richtig, richtig verrückt ausgeschaut. Richtig verrückt. Geil. Cool. Also zieh drei Karten, leg den 10-10er. Wow. Okay. Nice. Habe ich noch nicht gesehen, ja. Und jetzt ist das, wo der Christoph gesagt hat, wir schummeln. Also ich habe noch eine Honorable Brawl Mention, weil dadurch, dass diese Edition mit Brawl Decks noch größer ist, habe ich den Shimmer Dragon. Oh, weil ich gut, sollte ich noch einschummeln können. Ich schließe mich an, das ist auch meine Honorable Brawl Mention. Genau, weil die normale Edition ist ja riesig. Die hat ja, also im Vollaufbau hat sie was? 330 Karten oder so. Ja, na, irgend mehr sogar. Also ich habe ja mit fast alle, auch diese Full Arts und so, das ist, die Mappe ist, ja, wie auch immer. Deswegen brauchst du einen neuen Kasten. Genau, deswegen brauche ich einen neuen Kasten. nein, finde ich, ist die beste Karte einfach aus den Brawl Decks. Jetzt so in der Retrospektive, was auch Standardmöglichkeiten anbelangt. Und ich habe noch immer den Glauben, dass die Karte auch standardrelevant sein könnte. Ja. Weil sie halt, auch das Hexproof ist halt richtig... Hexproof, Tappe-2-Artefakt, jetzt eine Karte, what the fuck. Genau, ist halt what the fuck und das finde ich halt richtig gut. Und der ist richtig fett. Ich warte halt, dass der irgendwo im Modern rauskommt. Mhm. Er ist halt schon teuer. 6 Mana ist halt für Modern, glaube ich, zu viel. Aber für Standard die ist halt Upside ist halt so stark. Ja, ist halt der Wahnsinn, ja. Ist richtig stark. Und dann habe ich noch Honorable Dismensions. Dishonorable Mentions, machen wir das jetzt doch so. Machen wir das so, oder willst du das jetzt ein Honorable Mention machen? Na, kannst du ja auch machen. So wie du willst. Na, okay, dann mache ich jetzt erstmal ein Honorable Mention. Okay, mach mal, ich kündige noch Hate an. Okay. Alter, ich habe auch geschummelt. Ich habe nämlich 4 Honorable Mentions. Was? Ja, ich musste noch Last Minute gestern was reinsneaken. All that glitters. Die Alex und ich haben jetzt auf Arena dieses Artefakt-Aggro-Deck gebaut. Und All that glitters ist einfach großartig. Es gibt auch nichts Cooleres, als wenn so mit dieser Gingerbrot, dem Lebkuchen-Mandel, und dann machst du einen Fett und dann PAM! Hast den Gegner tot. Richtig geil. Wir machen noch einen Deckcheck damit. Das sag ich jetzt schon. Meine zweite Honorable Mention ist Love Struck Beast. Version 2 habe ich mir aufgeschrieben, weil das das gute Artwork ist. Finde ich einfach mega flavorvoll. Also das Set strotzt ja von Flavor, aber das ist, glaube ich, die Top-Karte. Vielen Dank. Habt ihr auf der Liste gehabt, auch Version 2, nur wegen dem Flavor macht, aber nur wegen dem Flavor kann ich die Karte nicht draufgeben. Das wäre ein Flavor-Mensch. Obwohl die Sau halt. Ist halt Emo-Beast eigentlich. Nein. Ich finde es sehr schön, dass sie in den Release-Notes zu der Karte spezifisch dazu geschrieben haben, wenn sie eine 1-1 wird, dann kann sie auch angreifen, weil dann hat sie den True Value erkannt, dass man auch sich selbst lieben kann. Das finde ich sehr geil. Um Gottes Willen. Ja, geile Sache. Dann habe ich noch Emery Lurk of the Loch. Ich glaube, der Patrick hat eh schon alles dazu gesagt. Ist eine richtig brockene Karte und ich warte noch drauf, dass da die richtige Konfiguration für Modern gefunden wird. Und Iron Greg Pyromancer. Das war das erste Deck, was ich gebaut habe nach der Rotation. UR Fairies habe ich es genannt, weil es dieses Enchantment gespielt hat und den Fairy Vandal. Und
zuerst so einen Ironcrag Pyromancer, dann zwei, dann drei, jetzt vier. Und in Wirklichkeit will ich immer Ironcrag Pyromancer haben. Die Karte ist halt Banane. Ja, also wenn du jede Runde ein Lightning Bolt irgendwo hinschießen kannst, das ist absurd. Der Markus spielt dann jetzt in seinem Krixis Highlander Deck mit den ganzen Cantrips, das ist auch absurd. Also die Karte ist richtig, richtig stark. Mit den Royal Science ist die überhaupt verrückt. Ja, ist auch sehr schön. Spielt natürlich auch in dem Deck. Sehr geil. Jede Runde Lightning Bolt, Alter. Plus 0,4 ist halt genau die richtige Größe, dass du anfangen kannst, auch dickere Kreaturen zu blocken. Ja. Nicht, dass Questing bist, das kann er leider nicht. Aber, aber ansonsten, also das finde ich eine wirklich, wirklich starke Karte. Na gut, bevor ihr ausfallend werdet, werde ich noch schnell meine Honorable Mentions machen. Eine Karte, die nicht fehlen darf, finde ich die Circle of Loyalty. Das ist flavorful ohne Ende. Die Karte ist auch gut. Gibt es auch eine im Mado Knights. Jetzt hauen mein Gegner nämlich Embercleave um die Ohren, was auch sehr spannend ist. Du machst dir, also es erinnert ein bisschen an diese ganzen Legion's Landing. Ist natürlich, kostet mehr, hat dafür auch mehr Value, weil du den Viechern halt plus eins gibst und ist halt kein Land. Mhm. Ich habe die Karte im Pre-Release gespielt. Ich habe die dreimal damit gewonnen, einfach ohne irgendwas an. Ich habe einfach die Handkarten behalten. Ich dachte, ja, machen wir einen Ritter. Dann greift die mit 3-3 an. Dann Once Upon a Time. Ich will da gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, der Matthias hat die noch irgendwo. Kann das sein? Ja, ich weiß. Ich finde die Karte sehr cool. Ist auch für ältere Formate auf jeden Fall spielbar. Grün Tron hat jetzt noch mehr blödsinnige Sachen zu tun. Und eine Karte, die noch nicht erwähnt war, ist Brazen Borrower mit Petty Theft. Stuff Bouncen finde ich sehr geil, wenn du hinterher das Flash-Kreatur spielen kannst. Ja. Wo du halt auch dann außer Hearthstone Teferi, den kannst du natürlich nicht bouncen, ja. Aber andere Planeswalker kommt, ich bounce, dann kommt noch mein Kollege und im nächsten Turn counter ich dann, weil das kann ich sehr gut. Brazen Borrower erinnert ein bisschen an Vendilion Click, ist wahrscheinlich auch daran angelegt. ich könnte mir vorstellen, dass Fairies auch in Modern wiederkommt, weil es war oft das Problem, dass man eben Scion of Una nicht spielen wird, weil kostet 4 Mana etc. etc. Aber jetzt hätten wir Spellstarter Sprite. Achso, ja, der andere. Mistbind Click. Ja. Genau, jetzt haben wir Spellstarter Sprite, Bitter Blossom. Wir haben aus Modern Horizons den 1 Mana Scry 1 Fairy und wir haben jetzt noch Klicken und Brazen Borrower und das Deck schaut eigentlich ziemlich stark aus. Ich suche auch einen Deckcheck. Lauter Deckchecks incoming. Bitte. Gut, Dishonorable Mention, meine Dishonorable Mention, also ich habe zwei, aber ich mache mal die eine zuerst, ist Oko Deep Dead Kronen. Meine auch. Genau. Ich muss gestehen, der Matthias hat mich da ein bisschen beeinflusst. Wir haben das nämlich besprochen, wie wir beim Deckcheck zusammengesessen sind und so. Eben wie Banane der ist und wie Broken der ist und was der eigentlich wahrscheinlich für ein Designfehler ist. Und genau aus diesen Gründen ist er halt, jetzt bei mir wäre er wahrscheinlich sonst Platz 2 gewesen. Nicht Platz 2, sondern eine Dishonorable Mention, abgesehen davon, dass ich so mehr Karten auf die Liste kriege. Das war auch mein Gedanke. Er ist einfach zu stark. Eine Karte, die Loyalty auf 6 geht, für 3 Mana, dann ein Food-Token hinterlässt oder eine Kreatur von und oder 5 geht und ein 3-3er produziert, ist halt eine Frechheit. Ist wirklich eine Frechheit, ja. Das Schöne war, am Anfang, wie er rausgekommen ist, habe ich auf Twitter noch so Kommentare gelesen von Leuten, die das defenden, so, ja, aber sie finden das Design so interessant, weil du musst ihn dann halt einfach nicht gleich pressuren, sondern du hast ja die Option immer auch nur die Lebenspunkte des Gegners zu pressuren. Du musst dir den Planeswalker nicht pressuren, ist so in den letzten 5 Jahren Magic gespielt, wann war das letzte Mal jemals viable eine Strategie, den genischen Planeswalker nicht umzubringen? Was ist denn das für Plätze? Ja, also er ist auf 2 Leben. Ja, gut. Dann. Oder du hast das Questing bist. Aber ansonsten, ja. Ja, Bullshit. Ja. Ja, das Questing bist du auch schon. Das nächste ist so, passt Angriff, bumm, schieße ich 4 Schaden drauf. Und dann ist eine 3-3. Und dann ist eine 3-3. Deswegen habe ich die Questing bist nicht auf die Top 5 gegeben, weil das Questing bist einfach zu schlecht gegen Oko ist. Ja. Ich meine, das auf diesem Tier steht so viel Text, wie ihr mit drauf geht, das nächste können es nur eine Schriftgröße 3 machen oder so, dass wir drauf kriegen. Ja, und in der nächsten Runde ist er 3-3. Genau. Und dann ist kein Text mehr oben. Ja, richtig. Danke. Weil das er nämlich Kreaturen und Artefakte zu Elchen macht, ist halt gefrechert. Genau, das hast du gestern gemeint. Weil es ist klar, dass er das Artefakten machen muss, damit er seine eigenen Food-Token verwertet. Das finde ich solide. Aber dass es Kreaturen auch sind, ist halt das ist halt. Und vor allem vom Gegner, wenn es nur deine eigenen sind, wäre es ja auch noch irgendwie viable. Aber dass du gegnerische Kreaturen
Du fleckst ein fettes Viech, legst ein fettes Artefakt, ja, 3-3. Ja, es ist nichts mit over the top. Es ist so, ja, passt, der macht so 3-3er und du denkst so, ja, passt, dann gehst halt over the top, ja, damit du gegen die 3-3 angreifen kannst und impression kannst. Nein, Bullshit, der macht halt einfach aus deinen Viechern auch 3-3er. Ja. Und dann ist so... Du musst halt Dracosec reanimaten. Ja. Ja. Einmal aber angreifen. Wenn er nicht Haste hat, dann ist er halt nur mein 3-3. Mein Dracosec hat immer Haste. Ja. Also das ist halt, ja, das ist... Wirklich dumme Karte. Das ist einfach, der ist zu stark. Und wir haben auch gesagt, sie haben im Core-Set eine Hate-Karte geprintet gegen Planeswalker in dieser Farbkombination und dann kann die nicht abschießen. Der kommt ins Spiel, geht auf 6 und Frey macht 5 Damage. Ja. Was ist denn das für ein und Design? Und das Betrayal of Dings macht, der removed 5 Marken von Herrn Planeswalker aus dem War of the Spark. Was ist halt das für Designs? Ja. Das kompletter Fehl. Der ist halt einfach zu gut, der Oko. Ja. Die erste Fähigkeit, plus 1, also weniger Starting Loyalty, plus 1 auf die erste Fähigkeit und minus 1, wenn nicht sogar minus 2 für die zweite. Ja, ich meine, wir können uns erinnern, Garok, einer der ersten Planeswalker, also eigentlich der im ersten Planeswalker-Cycle, hatte minus 1, um einen 3-3er zu machen. Ja, wobei der hat halt tatsächlich eine Kreatur produziert. Ja, aber trotzdem. Ja, der kann halt auch gegnerische Sachen in 3-3er turnen. Ja. Also okay, genug Hate, oder? Ja. Für den gibt es nicht genug Hit. Dann habe ich meine zweite Dishonored Mansion, hätte ich wahrscheinlich gar nicht drauf gehen müssen, weil sie Gott sei Dank jemand anderer hatte, war ist Kenrit, der rückkehrende König. Genau das, er ist auch super gut und sie haben das wieder gemacht. Eine super gute Karte als Buy-Box-Promo, die, wenn die wirklich noch mehr gespielt wird, und ich befürchte, das wird sie, weil sie also deshalb ist, nicht aufgrund seines Power-Levels. Nein, der Power-Level ist schon sehr gut, er ist jetzt nicht broken, er ist jetzt nicht Oko-Level. Aber dass wieder eine Bayer-Box-Promo ist, die halt die potenzielle Szenario auslöst, die Karte wird insane teuer sein, einfach weil es Bayer-Box-Promo war. Aber sie gibt es ja jetzt auch in diesem Collectors-Booster. Genau, auch im Collectors-Booster als Non-Foil, das ist tut das ein bisschen abschwächen, aber das ist, finde ich, auch so... Wischiwaschi, genau. Das war's von meiner Seite. Ja, dann Platz 1. Platz 1. Meine Platz 1 hätte ich auch fast das Dishonored Mansion gemacht, weil der Power-Level auch meines Erachtens eigentlich zu stark ist. Aber ich finde die Karte so cool, dass ich sie doch auf Platz 1 gegeben habe. Es war einmal. Once upon a time. Genau. Abgesehen davon, dass es natürlich jetzt cool oben steht, wenn Throne of Eldraine Top 5 und dann Once upon a time. Ja. Das liest sich halt schon mal schön. Ne? Wie geht ein Märchen los? So. Once upon a time. Richtig. Also willst du sagen, du hast das auch auf Platz 1? Ich hab's auch auf Platz 1. Ja. Solltest du vielleicht dazu sagen, weil ich sehe es da auf der Liste, aber der geneigte Zuschauer denkt sich, was redet der eigentlich? Der geneigte Zuschauer ist auch, weil ich es eher eingeblendet. Okay. Ja, also Karte ist halt sehr stark. Sie ist, ich finde es krass, dass sie es machen, eine Karte zu printen, die einen Effekt hat, wie eine Karte in Modern, die immer wieder diskutiert wird, gebannt zu werden. Enchant Steerings. Genau. Ja. Enchant Steering kostet ein Mana und wird immer wieder diskutiert, eigentlich ist das zu stark, eigentlich macht das ja, zu viel. Ja, aber es ist schon eine andere Karte. Enchant Steerings kann halt colorless Karten nehmen und damit nicht nur Länder, sondern halt auch so Chalice oder so. Genau. Oder Eldrazi. Artefakte oder Eldrazi und das macht das Once Upon a Time ja nicht. Ja gut, es kann Kreaturen und Länder nur nehmen, aber dafür kostet halt auch 0 Mana. Ja, das erste zumindest. Ja, und man muss halt immer vom ersten ausgehen, weil ich kann mich erinnern, wie es in Standard... diese Combo gegeben hat, wo die Leute Turn 1 Dings reanimated haben. Phoenix. Achso. Weil es halt möglich mit Once Upon a Time. Nicht so, also der Frank Cast hat es ausgerechnet, mit einer Wahrscheinlichkeit von 8, irgendwas Prozent geht das. 8% ist nicht so wenig, dass du Turn 1 im richtigen Deck in Standard einen Phoenix hinknallst. 3% oder so? Nein, ich glaube, es war relativ hoch und einstellig. Okay. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, das ist halt auch, finde ich, ja. Ich finde, sie einfach eine sehr starke Karte. Ja, sie ist super gut und ich mag sie auch, ich finde sie solide, aber sie ist halt auch, und sie ist flavorweise sehr gut, aber sie ist grenzwertig schon zu broken. Also Sam Black hat auf Twitter gepostet, es würde nicht überraschen, wenn die irgendwann mal auf irgendwelchen Bandlisten landet. Ja, mich auch nicht. Es hat bei Getaxian-Probe auch am Anfang niemand vermutet, aber gratis Spells sind halt unfair. Ja gut, Probe ist halt immer gratis und setzt selber, ja. Ja, natürlich. Also aber für Standard ist es okay, die Frage ist eher, ob es für ältere Formate zu stark ist. Ja, das ja ist für das Standard Thema. Ist es wahrscheinlich in Ordnung. Ja. Wobei man auch sagen muss, man hat es ja jetzt auch schon bei der Mythic Championship gesehen, die Decks, die nicht Golos waren und haben halt Once Upon a Time gespielt. Ja. Und es wird immer degenerierter und ja, wann ist der Moment gekommen, wo die Decks Once Upon a Time mit vielleicht einer grünen Quelle spielen noch, damit sie es nachher spielen können und wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo du einfach drauf scheißt und sagst, passt, ist halt mein erster Spell, dann kann ich ihn spielen und nachher ist wurscht. Zum Discarden. Ja. Gut,
Ja. Mein Platz 1. Schön, dass den niemand erwähnt hat. Nirgends. Fae of Wishes. Magali Villeneuve. Nicht nur das, die Karte, also ich habe die Karte gesehen, ich meinte, okay, schaut, auf meiner schaut Liste. Spannend aus, hat schaut cool aus, aber die Karte ist einfach so geil. Jessica Fires ist das coolste Deck, auch wenn es diese ganzen Golos-Decks gibt und Oko-Decks und was weiß ich was. Jessica Fires mit Fae of Wishes ist, es fühlt sich, also, ja, eigentlich müsste euch das Spaß machen, weil... Ich habe es extra nicht auf die Liste gegeben, weil ich gewusst habe, also ich habe gedacht, dass du Fires oben hast. Ist natürlich logisch, wenn man einen Schritt weiter denkt, ist natürlich die Fae oben. Das wäre das Fires oben. Hat. Also Magic-Spiel mit Fae of Wishes ist genauso, wie ich es mag. Ich kann mir die Antworten aus meinem Sideboard rausziehen. Du brauchst es nicht clunky im Main Deck. Ich brauche nicht 100.000 Sachen im Main Deck. Du hast so viele Möglichkeiten aus dem Sideboard. Du kannst, dann spielst du die Fae. Das ist ein 1-4er Flyer. Das blockt jeden Elch von Oko. und das Coole ist einfach der Effekt, dass du es wieder reusen kannst. Das ist in welcher Welt? Oder du spielst Time Wipe. Das ist mein Lieblingsmove. Fee spielen, ein Viech blocken, nächsten dann Time Wipe, nimm die Fee retour. Muss nicht mal discarden. Time Wipe ist auch eine gute Karte, muss man sagen. Modern Stoneblade Decks spielen 2 bis 3 Fee of Wishes teilweise schon. Weil es einfach so verrückt ist, weil du deine Walker aus dem Sideboard reinbringst. Du kannst Elspeth aus dem Sideboard bringen und auf einmal kommt Elspeth. 6 Elspeth, was ist das? Du spielst den 5er Teferi nicht mehr main, weil du ein Sideboard spielst, weil er auf der Hand clunky ist, aber wenn ich den Slot habe, nehme ich ihn her und spiele ihn dann. Ja, und die Fee kannst du immer als Blocker zu Du holst dir Rest in Pieces aus dem Sideboard, wenn du bis dahin überlegst, gegen diese ganzen dummen Dredge-Decks beispielsweise. Du holst dir Damping Spheres, Eldrazi macht nichts, Tron macht nichts. Ja, also die Karte ist... Ich glaube, dass die Karte noch viel, viel mehr verwendet wird in naher Zukunft. Wundervolle Karte, schöne Karte. Ich finde die Karte auch sehr schön und ich finde das Artwork auch sehr schön. Und das ist auch eine der wenigen Karten, wo ich das normale Artwork schöner finde, als dieses... Der hat Magali Villeneuve gezeichnet. Ja. Ja, klar. Ja, fertig. Fertig sind wir. Ihr könnt es natürlich wie immer eure Listen drunter posten, könnt eure Dishonorable Mentions dazu schreiben. Könnt ihr sagen, wie geil ihr es findet, immer gegen Tan 2 Oko zu spielen. ansonsten könnt ihr natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Vergesst das Glockensymbol nicht und schaut bei unserem Instagram-Channel vorbei, wo wir den Herrn der Karten jetzt öfter fotografieren müssen. es gibt noch kein einziges Foto für mich. Das werden wir gleich ändern. Ihr habt das noch. Oder es gibt welche uns auf unseren Aufnahmen, welche von uns. Stimmt, ja. Also wenn ihr den Herrn der Karten auch auf Instagram sehen wollt, spiel Ramin. ansonsten danke fürs Zuschauen und danke fürs Plaudern. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das hat wieder gut funktioniert. Das war relativ lang. Das war echt lang. Das war echt lang, ja.